Servus Leute, was geht ab? Star Wars Battlefront Part 9 im Outer Rim, Helden gegen Schurken. Die Map, weiß noch nicht wie die heißt, aber wir werden es ja gleich sehen. Und zwar so Sub-Raffinerie. Und drücke Start, ja. Ausbalanciert, läuft. Nina, nein, nämlich Leia, okay. Helden gegen Schurken. Kennen wir ja schon aus, ich glaube, Part 4. Haben wir es, glaube ich, gespielt, ja. Nur nicht auf Outer Rim oder im Outer Rim. Ja. Jetzt werden wir erstmal den Bobs zeigen, was hier abgeht. Ich, wie gesagt, ich kenne die Maps nicht. Immer noch nicht. Ich spiele genauso lang wie ihr auch. Mit mir zusammen, meine ich natürlich. Arbeitet zusammen! Ihr werdet alle sterben. Nein! Lukes Vater ist hier. Scheiße! Das gibt's doch nicht! Okay, also grafisch her ist der DLC, wie auf das Hauptspiel, ziemlich nice. Man muss echt aufpassen mit der Lava und so oder in dem Feuer, dass man da nicht reinkommt. Da hat man nämlich direkt erstmal Abzug von den Lebenspunkten. Mehr gibt's doch nicht. Ausgeschaltet. Der hat uns besiegt. Mein Lieblingsspieler in diesem Spiel ist natürlich Boba Fett und der ist einfach überragend. Der Nint oder wie der heißt, der ist auch ganz cool. Also auch ganz gut auf jeden Fall. Macht doch Gaudi. Ich denke, die sind auch ein bisschen overpowered, muss ich sagen. Aber Boba Fett ist in meinen Augen der Beste, da er sich sehr gut verteidigen kann mit seinem Fliegen und dann hat er noch diese Art Rakete, Suchrakete. Und dann halt noch seine Pistole, ne? Die ist halt natürlich saugut. Wir müssen sicherstellen, dass unseren Anführern nichts passiert. Wir müssen gucken, dass unserem Anführer nichts passiert. Ja, dann gehen wir mal los. Dann rocken wir mal die Hütte. Warte mal. So. Sammelt euch und beschützt unsere Helden, aber diesmal richtig. Erledigen wir sie. Echt jetzt? Ach so, dieser Greedo, das ist ja auch ein Held, ne? Vom DLC. Lea, meine Prinzessin, ich geb dir Rückendeckung. Ah. Der zweite, den hätte ich gekriegt. Aber Olle Hits Doom oder wie er heißt, gibt's da nicht. Da ist Boba. Ich wollte gerade schießen. Hilfe! Arena. Ach so, das war Ola Han. Ja, er sieht halt, ist halt auch ein Schurke. Ah.
Ah, da sind ja alle. Vier Mann sind da. Hat überhaupt keine Chance. Ich frag mich, was unser Team gerade macht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der überragende Player, aber ich versuche immer mein Bestes zu geben. Ich bin jetzt von rechts oder von links? Ah, okay, von links. Ist egal. Ich hab Stars Vater umgebracht. Ich hab gebrannt. Die Helden sind besiegt. Es steht 2-0. Aber in dem anderen Part, Helden gegen Schurken, haben wir auch 2-0 oder 3-0 hinten gelegen und haben noch 5-3 gewonnen. Also man sollte da nie falsche Schlüsse ziehen. Das ist wie beim Fußball im Endeffekt oder beim Basketball oder was weiß ich. Selbst die Führenden können in der letzten Minute noch das Spiel drehen. Ja. Das müsste für ausgeglichene Verhältnisse sorgen. Ich renne mal Han Solo, oder ja? Holt sie euch! Spielt ihr eigentlich gerne den Schuss von des Imperators? Ich habe bisher immer angehittet. Ja, von der Seite. Keine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben. Bleibt in der Offensive. Oh, da ist Vater, ist so. Mann kaputt! Ihr seid eine Schande für diese Galaxis! Nein! Egal, ich hab mir gut was abgezogen. Ja, jetzt müssen wir nur Boba Fett finden, ne? Han Solo gegen Boba Fett. Ihr wisst ja, wer gewonnen hat, ne? So ist das Leben nun mal. Man kann da nichts machen. Naja, ich hab ihn aber wieder angehittet. Ist klar, dass mein Schuss den nicht komplett zerfetzt. Aber ist ja auch egal, ne? Ach. Nein! Ich wollte gerade zielen. Shit! Shitstorm heißt der doch. Ja, nee, eigentlich nicht. Egal. Kommt her. Da ist er. Von wo denn? Das ist doch nicht sein Ernst. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Niederlage, hä? Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Er stand doch eben schon 2-0. Hä? Schnall ich jetzt nicht. Aber okay. Gut, 2-0. Ah,
Was ist denn das jetzt? Sie werden Jagd auf unsere Anführer machen. Sorgt dafür, dass ihnen nichts passiert. Seid ihr eigentlich auch so Star Wars verrückt oder habt ihr schon mal die Dings geguckt? Schreibt es mal in den Kommentaren, würde mich mal interessieren. Oder vielleicht wollen wir auch mal zusammen zocken eine Runde oder so. Dann meldet euch da einfach, schreibt es in den Kommentaren, schreibt eine Nachricht etc. Wir zocken mal zusammen. Wir zocken auf der Xbox One. Und wir haben immer Spaß. Boom! Sehr nicer Shot. Holt euch jetzt die anderen. Ach man. Alle Maren Murray. Maren Murray. Ist egal, ich komm wieder. Lolilol. Lolilol. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was manche Leute so für Gamertags haben? Vorhin hatten wir Leute dabei, chinesischer Rucksack und so. Da fragt man sich denn, was geht denn? Oh, jawohl, 2-1. Aber mal ehrlich, ja, mit diesen Gamertags ist das schon so eine Sache, oder? Also da gibt es schon einige Leute, also da denkt man sich, oh weh. Das ist denn hammerhart. Jo. Der ist eigentlich ganz cool. Ich finde die Ohren total geil. Ernst? Ich habe Angst, hier draußen zu sein. Ah, guck mal da, Boba. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's echt nicht. Nein, da haben wir gerade so gut aufgeholt. Sechs zu 16, ey. Da kriegt man ja schlechte Laune. So eine KD hatte ich eigentlich noch nie. Mann, Mann, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt mal ein bisschen mehr mich konzentrieren. Schützt unsere Kommandeure. Die Sturmtruppen werden versuchen, sie auszuschalten.
Das gibt's doch nicht. Ich heute so ein Pechtag oder was? Oh! Guter Schuss. Der ist erledigt. Weiter so. Nein! Alter! Was geht ab? Ich muss erstmal auf den Maps klarkommen. Das gibt's doch nicht. Schon unübersichtlich alles, muss ich mal sagen. Wenn man das erste Mal spielt. Tut mir leid für meine schlechte KD heute. Das gibt's. Will der mich verdammt nochmal verarschen oder was? Das gibt's doch echt nicht. Mann, Mann, Mann. Sie sind alle tot. Nein. Jetzt haben wir nur noch eine Runde, um aufzuholen. Das gibt es nicht. Hilfe. Ah, trotzdem guter Typ. Den seine Ohren, ich finde den geil. Könnt ihr sagen, was er wollt. Ich finde den nice. Ich habe erst 6 Kills. Alter, der Jesus würde mit. Nee, der würde schon wieder. Nee. Naja, beim nächsten Mal ist er hoffentlich wieder dabei. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Hä, hey, was ist denn? Komm mal her hier. Echt jetzt? Ab. Lump. Ist der Scheiß ernst? Stirb. Hab nicht getroffen. Das ist doch nicht sein Ernst. Ich hab den Held besiegt. Hier kommt jetzt nur noch Darth Vader. Die Runde holen wir uns. Nein. Ach Manu. Das lief's gerade mal so gut. Ah, wir brauchen nur noch Darth Vader, das ist natürlich klasse. Jawohl, 4-2. Man darf nie den Glauben aufgeben, ja? Bin schon wieder Held. Ja, läuft. Aua. Aber wie ihr seht, kann man hier auf jeden Fall, außer Jacke FIFA da unten, Jacke FIFA, das ist zum Beispiel so ein Gamertag, wie ich meine, wie kommt man denn auf sowas? Auf jeden Fall kann man hier in dem Modus ziemlich viele Punkte machen, wie ihr seht. Die Map wird nach 2-3 Runden auf jeden Fall ein bisschen vertrauter. Oh!
Pam, was geht denn ab? Komm. Nein. Komm, Ehrengarde. Held besiegt, da geht was. Lea, ich beschütze dich nicht. Wo bist du hin? Nein, Boba Fett, ich hab ihn gerade noch fliegen sehen. Warum konzentriere ich mich auf den da unten? Ach, Mensch. Gut angehittet. Nein, warum? Warum ist er nicht weitergelaufen? Warum ist er nicht weitergelaufen? Kommt. Könnte es schaffen. Ich weiß zwar nicht, wie es Stars Vater geht, aber. Luli, Luli, Luli. Luli, Luli! Ah! Kennt ihr das? Kennt ihr das? Gefühl ist doch allzeit gefühlt. Jetzt nur noch Darth Vader. Sie haben einen unserer Helden eliminiert. Nehmen Sie unter Beschuss. Jawohl, da geht was. 4-3. Wie gesagt, man darf nie aufgeben. Lea, komm. Ich muss auch mal ein Mädchen sein, oder? Dann darf ich auch mal wie ein Mädchen spielen, oder? Ja, okay. Sehe ich auch so. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass so wenig Leute nur noch Star Wars Battlefront spielen. Irgendwie habe ich gelesen. Wie gesagt, gelesen. Kann ja auch falsch sein. Die Hälfte, also 50% spielen das Spiel nicht mehr. Scheiße. Denn, Alter? Oh, da war noch der und Darth Vader noch. Ja gut, ist jetzt nun schlecht. Wir müssen jetzt alle dahin. Aber noch mal zu dem Thema zu kommen: Dieses Spiel ist doch einfach nur überragend. Ich verstehe nicht, wie Leute das nicht machen können. Gut, DLC Season Pass enorm teuer. Ganz ehrlich, also ich kann jetzt nur von Xbox sprechen. 50 Euro für einen Season Pass, wo das Spiel 50 Euro kostet, ist schon happig. Ja. Diese alten Kämpfe von den Star Wars Battlefront und Star Wars Battlefront 2 vom PC waren halt überragend. Und ich hoffe, dass die mit dem DLC Todesstern wieder zurückkommen. Weiter so. Angriff verstärken. Ja.
Eieiei. Aber Hauptsache, ich hab ihn verwundet. Ja, diese reinen Raum-Dinger, wo man sich noch die Raumschiffe aussuchen konnte selbst und so, die waren halt schon überragend nice, ne? Also, kaum zu übertreffen eigentlich. Jawohl, 4-4. Was ist denn da los? Jetzt geht's ums nackte Überleben hier. Ja, meine Dings. Auch wieder gut. Halbwegs meine KD. Ne, die ist immer noch schlecht, aber. Egal. Weiter geht's. Letzte Runde. Matchrunde. Hat er mich echt mit einer Rakete? Das ist doch nicht sein Ernst. Mann, 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 hier. Ich werde mir jetzt die Tage mal wieder die Teile reinziehen von Star Wars. Habe ich mal wieder voll Bock drauf. Doch die Macht ist alles möglich. Sie haben einen unserer Helden erwischt. Egal, ich hab dich noch angehittet. Das fade ja. Schade. Die Schurken gewinnen das Spiel, aber wir haben gut aufgeholt, müsst ihr sagen. 5-4 verloren, ist knapp. Ja, Platz 3, aber auch nur aufgrund der Punkte. Gut aufgeholt, die KD habe ich auch noch. Ich hoffe, ihr guckt demnächst mal wieder rein. Star Wars Battlefront Part 10. Auch wieder vielleicht im Outer Rim. Mal gucken, auf was der Jesus Bock hat. Wir werden auf jeden Fall irgendwas wieder reißen. Part 10 kommt auf jeden Fall. Und ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert uns doch einfach. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zocken und danke, dass ihr zugeschaut habt.